Das war Hagebutte. Hagebuttentee, Ja, die waren schön. he? Ja. Und dieser hier heißt Ein unbekannter Flohkäfer. aber er sieht aus wie James Bond. Findest du? Ja. Man muss ihm nur eine Fliege umbinden und dann sieht er aus wie James Bond. Okay. Also, der hat mich sofort fasziniert und ich wollte natürlich, dass er für uns diesen Schauspieler nachmacht, oder? Und welchen? Es gab viele James Bond. Ja, er ist der Neue. Ah, er ist der Neue. Ja, Oh, okay. ja. Und ich muss ihm natürlich auch die Gage erhöhen, oder? Ja, selbstverständlich, ja. Ja, und er hat mit mir gemärtet. Er wollte immer mehr. Aber dann hat er sich doch bereit erklärt und sich, Er hat ja gesagt. ja, bereitgestellt. Und dann ging es los, he, mit Action. Ja. Wie das im Bond-Film immer der Fall ist, da wird sehr aktiv. Er hat eine ganz schwierige Aufgabe auf einem, wie auf einem Nagelbrett, oder? Ja. Oh, Oh, unter schau Stock und mal. Stein und alles. Aber in einer Riesengeschwindigkeit, oder? Das ist eine Verfolgungsjagd. Wen er verfolgt, weiß ich nicht. Oh, da hat er eine Reifenpanne. Und du siehst, wie rasch er sie repariert. He? Und schon ist er wieder unterwegs. Also das ist wahrscheinlich die mit Druckluft. Und wie es sich für den Bond gehört, natürlich, er erklettert Fassaden, Hauswände, alles, oder? Und immer bis zu oberst, oder? Ja, sicher, ja. Bis ganz nach oben. Und er zeigt auch, das ist dann nicht Ende der Fahnenstange, sondern er kann auch fliegen. Oh. Er macht das mit Delta-Sägen, mit Helikoptern, mit kleinen Flugzeugen, mit Jagdflugzeugen, mit großen Flugzeugen. Und er demonstriert das hier sehr gut. Und hier zeigt er uns eigentlich die Szene aus dem Film Man lebt nur zweimal. Okay. Das ist das kleine Sportflugzeug Nelly, das er hier imitiert. Ah, Also okay. diese kleine Wunderwaffe, die da in mehreren Koffern von Q geliefert wurden. Und hier zeigt er sehr gut, wie man das entfaltet, das Flugzeug bereitstellt, oder? Ja, wunderbar. Oh, Also Wahnsinn. extrem, oder? Auch die Flügelstellung, ja, es ist bereit für sämtliche Angriffe, oder? Schau mal, Okay. schau mal. Jagdmodus, oder? Ja, voll. Ja. Ja, er gibt alles. Als Bond ist er unübertroffen. Ja, wir haben doch schon mit Hollywood gesprochen. Aber sie können die Höhe der Gage nicht übernehmen, oder? Ich verstehe, ja. Ja, sie wollen einen günstigeren Schauspieler engagieren. Wahrscheinlich so ein Reserve-Ding wie Roger Moore oder Brosnan oder so etwas, oder? Die Action ist vorbei. Ja, nein, ich denke, er macht eine Bombe hinten. Eine Bombe? Ja, ich vermute, man sieht es nicht so gut. Ja, das ist natürlich geheim. Er ist Geheimagent, oder? Genau. Also. Hab ich ganz vergessen. Tja, und das war's. Für mehr hat die Gage nicht gereicht, das war das Problem. Deshalb haben wir hier einen Subunternehmer, oder? Der uns jetzt die Gewerkschaft reinigt. Aber er war nicht zu motivieren. Nein. Wie heißt der Kerl? Ein blutroter Schnellkäfer. Ja. Ach, so schnell ist er nicht. Nein. Vielleicht ist es seine schnellste Pause, oder? Ja, und jetzt hat er sich versteckt, weil es gab Regen und
Ja, er hofft natürlich, dass das Gerät so gereinigt wird und dass er nichts arbeiten muss, Ja. oder? Ja, das ist fies. Und das Schlimm. ist der Auftraggeber. Ja, der hat ihn engagiert, ja. Ja. Ein Brennnessel-Spreizflügelfalter. Ja, er imitiert auch das kleine Sportflugzeug, das die Nelly vom James Bond, oder? Sieht ganz so aus, Ja, ja. aber ja, es gelingt ihm nicht. Also als James Bond kann man den nicht benutzen, oder? Nein, Auch mit Fliegen unmöglich. nicht, oder? Nein, Nein, nein. nein, nein, das ist nichts. Ja, was weißt du über ihn? Er hat eine Spannweite von circa 1,5 cm. Er liebte Gärten, Wälder und Wiesen. Und in der EU wurden etwa 17 Arten beschrieben von diesen Spreizflüglern. Und er gehört eigentlich zu den Motten. Also kein richtiger Schmetterling. Nein, Deshalb wahrscheinlich war nicht. es. Ja, Motten sind auch Schmetterlinge. Ja, aber der Subunternehmer war vielleicht deshalb auch nicht so interessiert. Ja. Sie sehen schon speziell aus, diese Schmetterlinge. Ja, ein dicker Bauch. He? Ja. Und also es gibt etwa 400 Arten weltweit von dieser Familie. Hier unsere Tradition. Wir haben die Ja. jetzt nicht am Anfang unserer Filme, sondern mittendrin. Ne? Genau, ja. Es Und war eine kleine Furchenbiene. ja. Und das ist eine Rosenbüstenhornwespe. Und es ist eigentlich ein Schädling, weil die Larven, die fressen Rosen. Also nicht sehr beliebt. Also, wir haben keine Rosen, uns ist das Uns egal. stört das nicht, ja. Das ist so, ja. Und man sagt ihnen auch Nähfliege. Und dieser Name kommt, weil sie die Eier auf der Blattunterseite in einer ganz speziellen Formation ablegen. Das sieht dann aus wie eine Steppnahtmuster. Also, wie genäht. Ja, wie genäht, ja. Und ihre Larven, die können sich auch vor Fressfeinden schützen mit so einem speziellen Sekret. Ja. Hier ein Wespennest, ein kleines draußen. Sonst sind sie ja bei uns zu Hause zu Gast. Gleich beim Schlafzimmerfenster sind sie, haben sie ein anständiges Nest gebaut. Ja. Und sie schlafen da draußen und wir drinnen und beiden geht es gut. Also. Null Problem. Die Hausfeldwespe. Interessant, sie hat das Nest nach unten, die Trichter sind nach unten geöffnet, hä? Um die Ja. Eier hineinzukleben. Ja. Bei uns vor dem Schlafzimmer sind sie seitlich oder auch nach oben. Ja, weil das ist natürlich geschützt bei uns, oder? Genau, bei uns sind sie zwischen Fenster und Store, die Ja. wir nicht mehr benutzen dürfen wegen Ja, ihnen. das geht mir auf die Nerven manchmal. Ja, aber hier draußen hat er offenbar, oder sie, das ist ja die Deine Sie, Königin, ne, ja. berücksichtigt, dass wenn es regnet, dass das Wasser nicht in die Trichter füllt und die Jungen ertrinken. Ne? Ja. Also schon interessant. Und sie hat auch nicht übertrieben, es sind nur wenige Zellen Ja, es sind nur ein paar. für den Anfang, weil sie könnte dann auch nicht alle füttern, oder? Also Ja. sie ist jetzt noch alleine und muss zuerst die Wow. Nachkommen, das sind dann Arbeiter, Ja. Die ihr dann die ihr helfen, dann helfen bei der nächsten Brut. Ja. Also, dann wird das Nest ausgebaut, es wird größer und jeder baut da etwas mit. ja. Ja. Ja, das war's schon für heute. Bis später. Bis dann.